Hallo, ich bin Leander und ich bin heute alleine, beziehungsweise zumindest ohne Max hier. Dafür habe ich Marcel neben mir und wir möchten heute ein bisschen übers Physikum reden. Ja, hi, ich bin Marcel, 21 und jetzt im fünften Semester. Das heißt, ich habe jetzt gerade so mein Physikum bestanden. Sehr und schön. jetzt beginnt Ja, die entspannte Klinik. Glückwunsch dir und allen, die zuschauen und auch gerade Physikum geschrieben haben. Genau, und wir wollen so ein bisschen drüber reden für die Leute, die das Physikum noch vor sich haben, was so ein bisschen deine Erfahrungen waren oder wie irgendwie die Lernzeit und die Prüfung selber und so weiter war. Fangen wir vielleicht mit einer Sache an, die jetzt neulich, glaube ich, auch ein paar Erstis gefragt haben. Wenn du jetzt im ersten, zweiten, dritten Semester warst, hast du da irgendwas gemacht, um zum Beispiel Stoff dir länger merken zu können, dass du ihn bis dahin noch weißt oder irgendwie Aufschriebe gemacht mit dem Gedanken, dass du die dann dir nochmal anschauen kannst oder hast du eher so fokussiert auf das Semester, dass die Prüfungen laufen und was im Physikum kommt, ist dann... Also ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht viel Gedanken ums Physikum gemacht. Also ich habe mich einfach dann auf die Klausuren vorbereitet. Es ist immer so ein bisschen Lerntyp abhängig. Ich benutze immer OneNote, das heißt so digitale Seiten, wo ich mir dann alles aufgeschrieben habe und genau je nach Klausur dann mehr oder weniger. Und die Notizen waren auf jeden Fall super hilfreich bei der Physikumsvorbereitung später, auch wenn es viel, viel mehr war, als man dann fürs Physikum wirklich brauchte. Also es ist wirklich so, man denkt sich dann so im ersten Semester, ja, wie soll man sich das jemals alles merken und dann in zwei Jahren alles dann wieder aufs Blatt bekommen in dieser Detailtiefe. Aber da kann ich euch eigentlich ganz gut beruhigen. Also fürs Physikum muss man es meistens weit nicht so tief lernen wie dann für die Klausuren davor. Also ich habe meine Notizen wieder benutzt, aber da waren dann viele Dinge dabei, die ich fürs Physikum dann nicht mehr lernen musste. Okay, und du hast dann auch nicht dir beim Notizenschreiben irgendwie gedacht, boah, ich muss das jetzt so machen, dass ich das dann besonders gut wieder verstehe, wenn ich das in zwei Jahren nochmal angucke oder so? Oder? Eigentlich nicht, wobei ich habe oft, vor allem so ab dem zweiten Semester und dann viel im dritten und vierten, habe ich schon mit Amboss gelernt. Also Amboss ist so die Plattform. Ja, die meisten jetzt nutzen, oder? Genau, ich habe dann fürs Physikum nicht mit Amboss gelernt, aber in den Semestern davor habe ich gerne da mal reingeschaut, vor allem um so einen Überblick über das Thema zu bekommen. Und klar, da sieht man dann ja schon, was dann physikumsrelevant ist und was jetzt eher für die Klausur wichtig ist. Deswegen habe ich mich dann zum Beispiel im dritten Semester, wo wir sehr, sehr viel lernen mussten, dann in erster Linie immer darauf fokussiert, was jetzt die Grundlagen sind, später auch fürs Physikum. Und dann die extra Facts für die Semesterklausuren konnte man dann meistens mit den Altklausuren dann ganz gut lernen. Ja, okay. Also wo ich das damals hatte, war bei Histo, hatte ich so das Gefühl, war es ganz nützlich, so ein bisschen so irgendwie Aufschriebe zu haben. Weil, ja, da sind halt die Präparate, die unsere Uni da hat, sind ja vielleicht auch andere als die, die irgendwo in irgendeinem Buch dann sind oder so. Also da fand ich es immer ganz cool. Aber bei den anderen Fächern hatte ich tatsächlich, glaube ich, bei mir nicht so wirklich mit meinen Sachen das gemacht. Aber interessant, okay. Genau, Histo ist natürlich super praktisch, wenn man irgendwie es nicht auf Papier macht, sondern dann irgendwie digital, weil dann kann man sich gut so ein paar Screenshots machen und die dann beschriften und ja, da kommt man eigentlich ganz gut wieder rein, wenn man das auch nach ein paar Semestern wieder anschaut, hat man einfach das Bild mit den Beschriftungen. Das ist eigentlich noch am meisten selbsterklärend im Gegensatz zu anderen Mitschriften. Also ich konnte auch nicht mehr alles irgendwie wirklich gebrauchen. Also das meiste dann. Okay, da hat man manchmal Sachen, wo man sich denkt, das war irgendwie. Aber genau, viele Dinge, also die habe ich mir halt damals mit diesen Notizen dann beigebracht. Deswegen ging das dann auch wieder am schnellsten wieder mit diesen Notizen, mit dem gleichen wieder zu lernen. Okay. Aufzufrischen. Womit hast du sonst gelernt, wenn du meintest jetzt nicht mit Amboss? Ich habe tatsächlich die Endspurthefte ganz klassisch benutzt und zur Wiederholung dann eher via Medici. Also es ist ja, gehört ja dazu. Ja. Und wenn man dann kreuzt, also ich habe dann auch mit, wie heißt das, Examen online gekreuzt, also ist alles von Thieme, alles drei. Und genau, als ich dann in der letzten Zeit dann wiederholt habe, habe ich dann noch ein paar Themen nachgeschlagen mit, genau, via Medici, weil das ist sehr, sehr ausführlich dort. Ja, ich fand auch, ich fand Examen online hat richtig gute
Texte zu den Fragen. Genau. Also wenn man eine Frage kreuzt, dann hat man auch eine richtig gute Erklärung irgendwie dabei. Die waren echt super. Also mir sind einige Themen entgangen, so beim Endspurt-Skript lernen. Oder manchmal war man einfach nicht so motiviert an dem Tag und hat dann vielleicht ein bisschen oberflächlicher gelernt. Aber es war dann gut, so eine Zeit zum Wiederholen zu haben, weil dann konnte man gerade die Lücken dann ein bisschen genauer schließen. Okay. Beim Lernen so, wie war, also wir haben ja, glaube ich, ungefähr 50 Tage von Klausur im vierten Semester bis zum schriftlichen Physikum. Wie kam das dir so vor? Hattest du das Gefühl, das ist super knapp? Oder hast du das Gefühl, das passt ganz gut, wenn man sich ranhält? Und ja, wie viel musstest du so machen? Also das war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen weniger als sonst. Also eine Woche ist jetzt weggefallen. Ich weiß nicht, warum. Okay. Sonst hatten alle vor uns dann meistens immer so 57 Tage. Da konnte man dann gut in den Urlaub noch fahren für eine Woche und dann anfangen. Dieses Jahr war es dann ein bisschen enger. Also ich habe mir dann nur so 2-3 Tage freigenommen und dann angefangen. Ja, wobei ich muss sagen, ich habe schon viel dann im Semester gemacht. Und das ist auch so mein größter Tipp, auch schon so früh wie es geht anzufangen. Was hast du da schon so gemacht? Also nur so kleinere Sachen, dass du zum Beispiel nochmal Chemie-Basics hast und so? Oder hast du da wirklich schon angefangen, irgendwie Physio und so weiter, Anatomie wieder zu wiederholen? Genau, ersteres. Also ich habe die Lernpakete genommen, die sowieso für das Semester relevant waren. Also wir hatten zum Beispiel viel Neuro. Ja. Da konnte man einfach also den Stoff für die Klausur lernen und nebenbei schon schauen, was fürs Physikum gefragt wird. Das war meistens viel weniger. Also ging das eigentlich super schnell, weil man war ja drin in dem Thema, jetzt für die Klausur. Und dann habe ich mir noch schnell das Endspurt-Skript dann durchgearbeitet, mal geschaut, so was für Physikumsfragen gibt es da. Also so ein paar Facts waren dann doch nochmal extra. Und es war dann noch eine gute Grundlage für die Klausur. Also da hat man immer so das Gefühl gehabt, ja, wenn ich das jetzt lerne, dann nützt es mir für beides. Und genau, die anderen Fächer, und dann habe ich noch die kleinen Fächer wiederholt, also Physik, Chemie und Bio, Psycho nicht. Also das war alles, was ich davor gemacht habe und das war schon ordentlicher Haufen an Lernpaketen. Okay, ja, das ist das bringt sicher was. Hast du das Gefühl, dass irgendein Fach dich überrascht hat, so von der, weiß ich nicht, dass du jetzt zum Beispiel Psycho dann irgendwie gelernt hast und gemerkt hast, ah shit, ich dachte, das kriege ich in 2 Tagen irgendwie kurz hin und dann ging es doch länger oder ja, also hast du da irgendwo mal so einen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, oh shit, da brauche ich jetzt... Vielleicht am ehesten tatsächlich Psycho. Also ich fand die Pakete eigentlich immer ganz gut portioniert. Ja. Wobei manche Biochemie-Grundlagen, das war schon heftig. Ja, Die waren auch schon relevant für unsere Semesterklausur. Ja. Deswegen hatte ich die davor schon und die habe ich mir teilweise auf 2 Tage aufgebröselt. Okay. Deswegen, wie gesagt, super früh anzufangen, weil dann kann man sich alles so entspannter legen. Dadurch war ich nie so in einem riesigen Stress. Ja. Und hatte am Ende dann wirklich noch 2 Wochen nur zum Wiederholen. Das ist echt gut, ja. Da konnte ich dann das, was halt schon ein bisschen länger her lag für die Semesterklausur, dann nochmal wiederholen und halt nochmal ganz viel kreuzen. Und genau, musste halt nie bis tief in die Nacht lernen. Ja. Hast du denn so das Gefühl, dass die... Also wie ich das bei dir verstehe, hast du jetzt eher einfach früher angefangen und dann hast du auch nicht so viel Stress damit gehabt. Hast du das Gefühl, dass es bei euch viele Leute gab, die irgendwie dann auch vielleicht doch gemerkt haben, 2 Wochen vorher so, ah scheiße, ist irgendwie... Es gab viele Leute, die dann wirklich Abstriche machen mussten oder ein Fach dann nicht lernen konnten, die dann auch nach der Klausur dann erst angefangen haben. Okay. Also 50 Tage ist halt schon knapp, weil es gibt ja 50 Lernpakete. Da muss man im Prinzip... Hat man jeden Tag, ja. Genau, und man will ja auch mal vielleicht mal sich einen Tag frei nehmen. Ja. Oder man schafft einfach nicht an einem Tag, ist so. Ja. Und dann braucht man natürlich schon ein bisschen Zeit zum Wiederholen. Also da habe ich doch noch einige Sachen dann vertieft. Deswegen großer Tipp, lieber es langziehen. Und dann konnte ich mir tatsächlich immer den Abend frei nehmen. Naja. Weil manche, die dann wirklich spät angefangen haben, haben dann wirklich noch ist spät abends gelernt. Ja, da habe ich auch einige gehört, die würden schon dann eher früher anfangen. Also das war, glaube ich, so, das, was die meisten dann irgendwie bereut haben beim Lernen, dann doch zu spät angefangen zu haben. Also das heißt, wenn man
50 Tage braucht, theoretisch, dass man dann doch lieber irgendwie sich 65 nimmt, sozusagen. Es hängt natürlich, also grundsätzlich vielleicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also es hängt natürlich so von den Ansprüchen ab. Also wenn man, ja, klar. Man besteht auch mit dem 30-Tage-Lernplan, aber genau, je nachdem, was für ein Ziel man hat, ja. Ja, wenn man gut abschneiden will, dann ist es auf jeden Fall viel entspannter, finde ich, mit dem Ja. 50-Tage-Lernplan plus noch ein, zwei Wochen zum Wiederholen, dann ist man auf jeden Fall super entspannt dabei, auch wenn man vielleicht mal ein bisschen krank ist oder mal sich ein paar Tage zwischendrin freinehmen will und halt auch nicht abends lernen will, dann geht das auf jeden Fall Ja. ganz entspannt. Ja, ich glaube, die Ansprüche sind ja schon immer an die Leute auch angepasst. Also jemand, dem jetzt das Lernen leicht fällt, der quasi mit dem 30-Tage-Lernplan super easy dann trotzdem irgendwie zumindest eine 3 schafft und dann... Das geht auf jeden Fall. Nee, genau, aber der will vielleicht dann doch auch irgendwie mehr haben. Und andersrum jemand, der halt irgendwie hofft, vielleicht wenigstens eine 3 zu kriegen, ist vielleicht auch, braucht länger zum Lernen, dass dann die 30 Tage doch knapp sind. Genau, also es hängt natürlich auch von der Vorbereitung schon in den Semestern ab, also wie gut man damals gelernt hat. Ob man immer nur so 2 Wochen vor der Klausur genau. so kurz irgendwie alles möglichst schnell, dann vergisst man natürlich mehr wieder. Oder wie meinst du? Genau, also wenn man super gut schon für die Klausuren davor gelernt hat, dann kann man sich natürlich auch ein bisschen weniger Zeit nehmen. Also muss man selbst entscheiden. Aber ich finde es halt schwierig einzuschätzen, so wie viel Zeit man braucht am Ende. Deswegen, wie gesagt, im Zweifel lieber früher. Und dann, ich meine, zur Not hat man dann mehr Zeit, noch mehr Puffer. Das merkt man ja auch zwischendrin. Und das ist auf jeden Fall dann super entspannt. Jetzt gerade bei Unis, die ein bisschen knapper dran sind. Also es gibt ja auch Unis, die haben nicht mal 50 Tage, sondern eher irgendwie, weiß nicht, 40 oder noch weniger von der letzten Klausur bis zum Physikum. Also wäre jetzt meine Meinung dazu, dass man dann auf jeden Fall das Physikum priorisieren sollte und sagen, gut, in der Klausur reicht mir im Prinzip auch eine 4 und ich muss irgendwie meine Physikumssachen lernen und diese Klausur ist eher der Nebenaspekt. Würdest du das dann auch so sehen oder? Genau, also die Klausuren der Vorklinik interessieren ja sowieso keinen, die stehen ja nirgendwo drauf, muss die eigentlich ja nur bestehen. Deswegen das Physikum ist in dem Sinne schon wichtiger, da würde ich dann schon den Fokus dann darauf setzen. Okay, ja dann vielleicht ein bisschen zum Physikum oder zur Prüfung selber. Das sind ja 2 Tage schriftlich und dann nochmal eine mündliche Prüfung mit 3 Prüfern, jeweils so 20 Minuten. Vielleicht fangen wir beim Schriftlichen mal an. Wie kam das dir denn da so vor? Also ich glaube, viele Leute kennen ja vielleicht den TMS. War das so ein bisschen von der Stimmung der Leute her so ähnlich, dass das irgendwie dann doch eigentlich ganz entspannt erstmal anfing? Und oder hattest du eher das Gefühl, dass irgendwie da doch lauter Leute am Rad drehen und es irgendwie stressig war? Ja, es war schon eine angespannte Situation, klar, das merkt man schon. Also alle waren so ein bisschen aufgeregt davor, manche auch schon super früh da. Und dann hat man, ich finde das immer ziemlich stressig, so diesen riesigen Saal, wo dann diese Tische immer so im Abstand stehen, mit so Zahlen und alles so genau durchgetaktet ist. Da sitzt dann wirklich so, genau wie beim TMS, vorne jemand auf so einer Bühne und macht dann so die Durchsagen, alles so Wort für Wort. Und alles ganz genau durchgetaktet. Das ist schon natürlich immer ein bisschen stressig. Genau, aber natürlich, wenn man reinkommt, dann ist man schnell wieder in seinem Kreuzmodus. Man ist es sehr gewohnt. Man hat ja im Idealfall dann ein paar tausend Fragen schon mal gekreuzt davor. Und genau, man sollte sich schon mit der Zeit nicht zu sehr verschätzen. Vor allem beim Tag 1. Also das ist ein bisschen gemein aufgeteilt. Weil die ganzen Rechnungen genau. an Tag 1 sind, oder? Also Tag 1 ist Physik, Chemie, Physiologie und Biochemie. Ja. Also die Fächer, wo man grundsätzlich mehr Zeit braucht. Also schon allein durchs Rechnen oder einfach so Physiologie muss man sich oft wirklich nochmal die Sachverhalte nochmal durchdenken. Und das waren auf jeden Fall die zeitaufwendigen Fächer. Dementsprechend fand ich den ersten Tag schon ziemlich stressig. Da sollte man echt immer schauen auf die Uhr so. Ich habe mir das die Fragen dann so aufgeteilt in mehrere Stücke und dann geschaut, ob ich dann praktisch noch in der Zeit bin. Okay, also du hast quasi, was weiß ich, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie lange man Zeit hat, 3 Stunden hast du geguckt, ob du nach einer Stunde auch jetzt tatsächlich ein Drittel gemacht hast oder, Das war auf jeden Fall ganz gut, weil
Tag 1 ist schon stressig. Also manchmal bin ich dann auch wirklich über so eine Frage gegangen. Ich dachte mir so, ja, vielleicht schaue ich mir die am Ende nochmal durch, aber wollte jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Okay. Und ich habe es tatsächlich nicht mehr geschafft, alles nochmal durchzugehen. Ja. Also das war echt knapp am ersten Tag. Am zweiten komplett im Gegenteil. Da waren viele auch schon eine Stunde vorher fertig. Es dauert 4 Stunden. Und genau am zweiten Tag sind Anatomie, Histologie, Psychologie dran. Also alles Fächer, wo man oft, Wo es eher so um Wissen dann genau, auch wo geht, man, als um irgendwie Rechnen und so genau, Sachen, ja. da sind meistens auch kürzere Fragen und dann kreuzt man so eine Antwort an. Deswegen, das ging viel schneller. Ja, deswegen, man sollte sich nicht verschätzen. Was ich auch noch fand, also es dauert doch länger nochmal auf Papier das alles zu kreuzen, weil man dann ja alles nochmal übertragen muss auf den Antwortbogen. Und ich habe an jedem Tag dann nochmal alles drüber geschaut, ob ich dann wirklich alles gut übertragen habe, nirgendwo verrutscht bin in der Ja, Zeile ja. oder eine Frage vergessen habe. Und das dauert schon bei 160 Fragen, dauert das schon fast 10 Minuten, das alles durchzugehen. Okay, ja. Deswegen, da sollte man schon noch mal ein bisschen mehr Zeit einrechnen, als wenn man bei der Generalprobe alles nur am Computer schnell durchklickt. Ja, ich erinnere mich gerade dran. Ich hatte bei meinem an Tag 2 bei der Auswertung, da kann man das ja dann hinterher in so eine Website eintippen, von dem ist die MediLearn Forum oder so. Genau. Und dann kann man da seine Antworten eintippen und andere Leute können auch ihre Antworten eintippen und dann wird im Prinzip einfach geguckt, im ersten Schritt, so das, was halt die meisten angekreuzt haben, wird ja wohl auch die richtige Antwort sein und dann sieht man da im Prinzip, wie viel Prozent man hat. Und später haben sie auch irgendwie so, weiß ich, irgendwie eine Expertenantwort. Ich weiß nicht genau, welche Experten bei das uns sind. Fielen die dieses Jahr, glaube ich, sogar weg. Okay. Aber es hat sich dann immer so verändert. So. Genau, da gibt es manche natürlich Fragen, die sind irgendwie schwierig und da sieht man dann so, ah, es ist knapp. Und es gibt dann schon Leute, die irgendwie eine Stunde nach der Klausur dann schon in den Foren da irgendwie große Diskussionen starten. Ja, zu also den die Fragen. Frage muss man anzweifeln, Genau. weil da, das macht ja gar keinen Das Sinn. habe ich gelesen in dem und dem Lehrbuch hier. Genau. Ja, genau, aber jedenfalls, da hatte ich es hingekriegt, dass ich so eine Zehnergruppe vergessen habe. Oder beziehungsweise die Zehnergruppe von davor nochmal da eingetragen. Also man muss immer so 10 Fragen nacheinander eintragen und dann die nächsten 10. Und dann hatte ich halt die 10 alle falsch. Und ich dachte, dass es deswegen bei mir richtig knapp wäre, welche Note es wird. Und dann habe ich festgestellt, dass es ja ganz komisch ist, dass ich da einfach 10 am Stück falsch habe. Und was es denn für Fragen waren, dann ist mir aufgefallen, dass ich eine von den Fragen auf jeden Fall richtig haben muss, so, weil die so einfach war. Dann habe ich es nochmal eingegeben und habe gemerkt, oh, ja, jetzt habe ich irgendwie ein paar Prozent mehr. Ja. Genau, ich glaube, das ist auch so eine Typsache, ob man das direkt schon macht. Vorher das, also man hat ja 2 Tage, Ja. ob man dann an Tag 1 schon gleich wissen will, wie gut man ungefähr war, oder es lieber doch erst danach schauen will. Ja. Ich fand es sehr gut, es schon am ersten Tag zu sehen, weil ich glaube, man ist am Ende doch immer ein bisschen besser, als man sich einschätzt. War, glaube ich, bei vielen so. Und dann ist man einfach schon entspannter. Ja, und auch einfach, also ich glaube, bei mir war auch der Vorteil, ich war Tag 1 besser als Tag 2. Also die Fächer lagen mir mehr und dann war es auf jeden Fall sinnvoll, Genau. weil ich das Gefühl hatte, so, ja gut, das wird ja jetzt ganz gut gewesen sein, also sozusagen besser als das, was ich mir als Gesamtergebnis erhoffe. Und dann hat man schon ein bisschen ist man ein paar so ein Punkte bisschen, dann im Voraus. genau, und man ist so ein bisschen entspannter, so wenn man dann sieht, okay, es ist jetzt tatsächlich auch, hat auch Genau. ungefähr funktioniert wohl. Ja, genau, danach, nach dem schriftlichen Physikum kommt ja das mündliche. Genau, wie lange hattest du denn da Zeit zwischen den beiden? Bei mir waren es, glaube ich, ich war ziemlich früh dran, aber es waren, ich glaube, so 2, 3 Wochen ungefähr. Okay. Also auf jeden Fall genug Zeit. Genau, Ich und die glaube, an Prüfer anderen. bekommt man 2 Wochen vorher mitgeteilt, Genau, oder? genau. Okay. Genau, stimmt, dann waren es so 2,5, 3 Wochen. Ja. Hast du dann schon was gemacht fürs Mündliche, speziell dann nach dem Schriftlichen, bevor du die Prüfer wusstest? Oder genau. Nicht viel. Also ich habe erstmal ein paar Tage wirklich ganz frei genommen. Das muss man sich auch gönnen Ein nach dem bisschen, Schriftlichen. bisschen runterkommen erstmal wieder. Ja. Genau, und dann so ganz bisschen, also zum Beispiel mit Histo kann man dann gut schon mal anfangen, weil bei Histo weiß man, dass da die Bilder drankommen. Ja. Das heißt, da konnte man schon ein bisschen sich die Präparate anschauen.
Vielleicht allgemein so die Biochemie-Praktika, weil die auch bei jedem gefragt werden. Aber die richtige Vorbereitung beginnt dann wirklich erst, wenn man dann genau 2 Tage davor, dann steht man so auf und um 8 Uhr wurden immer die Prüfer 2 Wochen gepostet. davor. Genau. Ja. Und dann hat man sich dann gefreut oder nicht gefreut, je nachdem, Je wenn man nachdem. bekommen hat. Genau, ja. Hattest du das Genau. Gefühl, dass es bei dir eher irgendwie eine angenehme Prüfungssituation war oder ja, also wie kam es dir vor in der mündlichen Prüfung? Definitiv. Ich glaube, ich muss auch sagen, ich hatte Glück mit meinen Prüfern. Also alle waren sehr, sehr nett und entspannt drauf in der Okay. Prüfung. Das hat auf jeden Fall geholfen dann. Ja. Und genau, vor allem, also man war da sehr, sehr schnell dann entspannt in der Prüfung, als es dann praktisch losging. Okay. Ja, das hatte ich auch. Also ich hatte auch da doch ganz angenehme Leute erwischt. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig. Also gerade bei den Leuten, die jetzt vielleicht nicht so das Glück haben, dass sie da auch besonders nett wirkende Leute kriegen, dass man vielleicht so ein bisschen, also die wollen einen ja trotzdem nicht reinreiten. Also Die auch wenn die Statistik für die komische, Uni eben muss auch gut wenn sein. die, genau, zumindest das, so, auch wenn die komische Fragen stellen oder einem die ganze Zeit sagen, nee, das ist nicht das, worauf ich hinaus will, dann, ja, also ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass die Noten bei den in Anführungszeichen schwierigen Prüfern nicht unbedingt schlechter waren. Also es war jetzt nicht so, dass man bei meinen Prüfern hat jeder eine Eins bekommen, während bei den Prüfern, die irgendwie besonders gefürchtet waren, hat irgendwie gerade der Beste mal eine Drei geschafft. Also wie war dein Gefühl da, dass es auch eher gleichmäßig verteilt war oder hattest du schon das Gefühl, dass es... Ich glaube, es gibt schon Prüfer, wo es schon schwieriger ist, eine bessere Note zu bekommen. Aber grundsätzlich, es sitzen ja immer 3 Prüfer dann in dem Ja. Raum. Und klar, manchmal kann sich einer jetzt mehr durchsetzen, manchmal weniger. Aber im Grunde sind immer 3 Personen, die meistens ja ganz wohlwollend sind, Ja. die dann deine Note bestimmen. Ja. Und also zur Info, es gibt so im Prinzip wie beim schriftlichen Physikum ja die Fragen der letzten Jahre, gibt es auch so Protokolle, wo man dann doch ganz gut abschätzen kann, was sind vielleicht die Themen, die den Prüfer auch interessieren. Also will der Physiologe jetzt eher irgendwelche Verschaltungen im Gehirn wissen oder lieber Magen-Darm-Trakt-Funktion? Hast du dich dann ziemlich strikt daran gehalten oder hast du trotzdem alles gelernt und halt die Sachen dann so ein bisschen genauer? Also man schafft es nicht, alles zu wiederholen in den 2 Wochen. Das ist so ein bisschen das Problem. Muss man ja auch nicht. Also Man hat es ja davor man hat schon mal ja irgendwie. ein ziemlich breites Grundwissen zumindest, auch wenn es schwierig ist, dann Ja. über manche Themen dann wirklich was zu sagen. Aber man hat so zumindest das Grundverständnis. Und dann habe ich mich wirklich sehr, sehr gezielt mit diesen Altprotokollen Okay. vorbereitet. Ich habe mich auch ziemlich gestresst am Abend davor. Wir hatten noch so eine Gruppe, wo dann immer gepostet wurde, was gefragt wurde Ja. an den jeweiligen Tagen. Und ich wollte gerade nach Hause gehen, komplett abschließen mit dem Lernen. Und dann, es war kurz vor 8 abends, hat dann noch jemand in die Gruppe gepostet, dass genau die Niere gefragt wurde in Physiologie, was er Ja. noch nie gemacht hat. Dann habe ich mich schon ein bisschen gestresst, Okay. nochmal in einer halben Stunde mir die wichtigsten Formeln nochmal reingezogen. Okay, Und ja. es hat sich tatsächlich gelohnt, also ich wurde das dann auch als Zweitthema gefragt. Wobei ich auch sagen muss, also man hätte es auch ohne, man hätte irgendwas sagen können, auch Ja. ohne es sich vorher anzuschauen. Okay. Zumindest so die Grundlagen, genau. Ja, gut. Also das heißt, insgesamt ist so dein Rat, dass man ein bisschen frühzeitig auch anfängt, damit man dann auch aber ein bisschen sich auch mal einen Tag frei nehmen kann und irgendwie zu einer humanen Uhrzeit auch aufhören kann Genau. mit Lernen und vielleicht noch irgendwie ein paar Tage nach dem schriftlichen Physikum erstmal nochmal ein bisschen durchatmen kann. Okay. Definitiv. Also, was auch eine große Hilfe war, wirklich, also es hängt natürlich vom Lerntyp ab, aber ich habe wirklich nur in der Bib gelernt. Da ist man dann nicht so einsam zu Hause und Ja. es war dann schon eine große Hilfe, dann jeden Tag Freunde zu sehen und wir haben dann immer zusammen Pause gemacht. Die Mittagspause war dann auch ziemlich lang. Da konnte man ja, sich dann ein bisschen austauschen. Wir haben nicht viel über Physikum geredet, ist Ja. auch mal wichtig, so ein bisschen, Mal irgendwie ein bisschen andere abzuschalten. Inhalte, ja. Genau, ich habe auch oft ausgeschlafen, also man muss nicht
um 8 Uhr dann in der Bib sitzen. Ja. Manchmal ist es auch hilfreich, einfach ein bisschen auszuschlafen. Und ja, ich habe mir wirklich fast jeden Tag irgendwas Schönes abends dann vorgenommen, dass man halt wirklich ja, ein bisschen Abwechslung hat. Also jeden Tag dann Freunde gesehen und abends dann auch noch irgendwie was gemacht. Und das war auf jeden Fall super, weil ja, macht man sich nicht alleine verrückt, so von morgens bis abends. Ja. Das ist dann, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ist ja wirklich so ein Marathon dann, das stimmt, durchzuziehen. Ja. Genau. Ja, ja gut. Ich denke, das klingt doch aber jetzt eigentlich ganz, ja, ganz angenehm für alle, die das Physikum noch nicht gemacht haben. Angenehm würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ja, oder zumindest nicht so nach der Horrorstory, die manche sich, glaube ich, darunter vorstellen, wenn sie irgendwie im ersten oder zweiten Semester sind. Es ist schon eine anstrengende Zeit, muss man schon sagen. Das kann man echt nicht kleinreden. Aber wenn man es gut sozusagen aufteilt und praktisch immer dran bleibt und die Motivation nicht verliert, dann ja, schafft man das ganz gut dann. Ja, ich denke auch. Ich glaube, dass letzten Endes, also uns wurde auch mal gesagt, ganz am Anfang vom Studium, dass eigentlich die größte Hürde ist, da reinzukommen und dass die Uni dann auch kein Interesse unbedingt daran hat, uns jetzt loszuwerden wieder. Also klar, sie sich auch darum kümmern wollen, dass wir das natürlich auch schaffen. Weiß ich jetzt nicht, ob das bei allen Unis so ist. Es gibt sicherlich die eine oder andere Uni, die auch irgendwie mal Prüfer oder Professoren hat, die irgendwie besonders kratzbürstig sind. Aber ich glaube, im Allgemeinen trifft man doch eher auf wohlwollende Leute, weil es natürlich definitiv auch für die ja schön ist, wenn jetzt zum Beispiel man sieht, dass irgendwie die Uni jetzt gut abgeschnitten hat im Physikum. Das ist ja auch für die Uni selber was Schönes. Ja, genau. So viel vielleicht erstmal zu einem kleinen Bericht davon, wie so das Physikum und das Lernen vor dem Physikum war. Wenn ihr weitere Videos von uns anschauen wollt, dann könnt ihr hier so ungefähr bei mir oder bei Marcel eine Playlist dazu anklicken oder in der Mitte zwischen uns gerne abonnieren, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Genau. Damit tschüss.